Dann können wir endlich weiter auf der Route. Dank Belieber und Superdrang, sonst hätte ich jetzt zurück ins Pokémon Center gehen müssen, aber so. Gar kein Problem. Und oh, ich hasse das Weggabelung. Scheiße, Dreck. Komm, wir gehen mal die länger aussieht. Hallo. Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und das bin ich auch. Genau, das wollte ich zu der Lady noch sagen. Fühlt sich angespannt, wenn es regnet. Also ich nicht. Bei Regen kann ich irgendwie total arbeiten. Schmerbe, Hallöchen. Nice to see you, man. Nice to see you. Stimmt sogar, weil es ist männlich, deswegen kann ich das auch so sagen. Drachenwut, zweimal. Zwei Attacken. Ja, das ist halt das Ding. So auf mittleren Levels Drachenwut schon so ein bisschen Nase. So ein bisschen an der Grenze vielleicht. Da kann man schon drüber diskutieren, was das soll. Dann bei hohen Leveln muss mit Drachenwut gar nicht mehr ankommen. Irgendwie, wenn du auf Level 60 kämpfst mit Drachenwut. Pfer. Nee, weniger. Ja, teilweise 4-5 Mal angreifen, da gibt es wirklich sehr viel effektivere Methoden. Wasserflug, ja. Nee, komm, ich will ja Knacksel die EP geben. Ich habe sie ja nicht umsonst hier vorne stehen. Oh yeah. So, denk dran, es kann. Das hat mit Drachenwut nichts, mit Drache nichts zu tun. Setz trotzdem Drachenwut ein. Das ist trotzdem egal. Oh, das macht ja gar nichts. Wow. Das ist heftig. Das ist heftig schlecht vielleicht. Ja, komm, da müssen wir zweimal mit Drachenwut drauf. Ich hoffe, zweimal mit Drachenwut reicht. Ich bin nicht sicher. Doch, wird reichen. Das Ding ist halt, ja, komm. Das könnte reichen. Ne, das Ding ist halt, dass ich mit meinen Bodenattacken hier überhaupt nicht ankommen muss, weil Gyarados den Flugtyp hat. Ja, normale Attacken hat man auch gesehen hier. Never, und dann richtet das Drachenwut und ich krieg 11.91 EP. Es regnet weiter. Kann ich Knarte das zumuten? Schmerbe. Schon wieder, ja, dann wechsle ich mal lieber auf irgendwas anderes, ist ja egal. Kann sich Simsala ein paar EP abholen. Kann sich meine Free EP abholen hier. Und dann geht's gleich zurück zum Pokémon Center, dann wieder zurück. Aber das kann ich rausschneiden, aus den ganzen Weg zurück. Beziehungsweise den Weg wieder hin, zurück kann ich ja fliegen. Den muss ich nicht unbedingt mir zeigen. Es wird sowieso lang genug und dauert auch schon lange. Es dauert und dauert und einfach. Diese Route ist ja sowieso optional. Wir müssen ja eigentlich auf Route 210. Ja, das hier zu zeigen ist ja schon halb kritisch. Es geht weiter. Schon wieder Schmerbe. Sei mal nicht so kreativ, Junge. Gyarados habe ich noch verstanden. Gyarados ist auch schön. Diese Abwechslung ist gut, aber also zum 80. Mal Schmerbe. Komm mal klar. Was soll das? Confusion. Und klar, ich könnte jetzt auch. Kann er sagen, du hast einen Supertrank, setz ihn doch ein, aber vor allem die AP für Drachenwut hätte ich halt gerne wieder. Deswegen machen wir das. Schlitzer! Oh. Ja, nein, vielleicht. Wie sieht's aus? 70, 100, vor allem physisch, das ist wichtig. Bodycheck 90, 85, aber verletzt selber, also. Ja, andererseits Sandgrab, ne? Also ganz ehrlich. Weg den Rotz da. Blitzalert. Wir werden zwar Step-Attacken lieber. Ganz schön unter die Räder bist du geraten. Ja, wir werden zwar Step-Attacken lieber, aber. Naja, gut. Hat man halt mal. Und wenn es was Besseres gibt, kann man es ja immer noch wegschmeißen. Was ist denn dieser orangene Kreis da? Warum? Ach, Reisekarte, warum? Okay, interessant. Ursprünglich wurde die Stadt gegründet, um das Großmoor schützen zu können. Im Laufe der Jahre ist die Stadt gewachsen. Seit wann gibt es denn diese Option hier, dass ich mir zu Städten irgendwas angucken kann? Ich bin verwirrt. Ich sollte eine Pilsenbeere einsetzen. Was war verwirrt? Naja, egal. Ja, ich glaube, das hat man verstanden. Gut, dann Schipsi und wir sehen uns gleich bei dem guten alten Angler-Typen wieder und machen die Route direkt weiter mit Knackse. So, im Eiltempo zurück auf der Route. Und nächster Kampf. Das Training geht weiter. Ich finde die Musik übrigens sehr interessant. Dun, 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 dun,
Denn ich bin stolz auf meine Pokémon und werde dir zeigen, warum das so ist. Die Chance ist halt relativ groß, dass man dafür jetzt auslachen kann. Nach Zara, okay, gut, ja, doch, komm mal. Wenn jetzt sowas wie Schmerber oder Carpador, dann hätte ich gesagt, okay, Junge, komm mal klar, aber so. Ja, okay, gut, wollen wir jetzt mal nicht so sein. Und mit Unlicht ist ja eigentlich egal. Kann ich ja eigentlich draufkloppen. Schlitz, ja komm, Schlitzer, mal, jetzt weg da. Ruckzuckhieb, Schwachsinn, was willst du denn? Guck mal hin, guck mal hin, guck mal hin. Macht, wow, das war ein Volltreffer. Wow. Das ist sehr schlecht. Hätte ich auch zweimal Drachenwut nehmen können, ganz ehrlich. Also. Ja, es ist etwas traurig, das gebe ich zu. Das ich weine innerlich. Kann ich denn, reicht denn noch ein Schlitzer? Ja, reicht, okay. Ich war nicht sicher, weil so viel hat er ja nicht abgezogen. Also, man kann es nicht wissen, es regnet weiter. Ja, ist ja gut. Der Regen ist wirklich nur zum Nerven. Das ist nichts anderes. Psyana. Ha. Hätte ich Geist, wäre das jetzt super. So ist es auch wieder scheißegal. Ha. Na, die erste Ziehkatze. Na, komm mal her. Drachenbude einmal drauf. Konfusion. Hm. Ich weiß nicht, wie ich spezialverteidigungsmäßig aufgestellt bin, muss ich sagen. Scheint nicht so krass zu sein, irgendwie. Okay, bin ich denn schneller als die gute alte Psy-Katze oder überlebe ich wenig? Ja, klar, Ruckzuckhieb, kein Problem. Es ist, Junge. Selbst ein Volltreffer ist lächerlich, liebes Psyana, und du bist tot. Das ist das Schöne bei Drachenwut. Ja, sobald jemand im orangenen Bereich ist, weißt du, es wird ein Tuit. Egal, was passiert. Es sei denn, Pokémon stirbt vor. Aber ansonsten egal, was. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Kommt mir nicht so. Was bist du denn? Mit deinem Fahrrad kannst du die Baumstämme wie Brücken überqueren. Ach nee. Oh, wem willst du das erzählen? Silberhau. Wem willst du das erzählen? Klingt nach einer Attacke, die mich nicht interessieren sollte. Ich weiß gar nicht warum. Silberhau. Käfer 60 und oh. Okay. Ja, hab halt kein Käfer-Pokémon, aber. Danke für die Info. So, hier komme ich nicht weiter. Dann will ich erstmal den noch klatschen. Und dann kann ich da oben weitergehen. Ja, wie gesagt, die Wasserroute ist halt nicht ganz optimal, aber zum Leveln durch das Drachending geht's halt dann noch. Hier kommen nur Trainer vorbei. Nie sind es Frauen, die gerne angeln. Stimmt eigentlich. Ja, wo ist denn da die Gleichberechtigung? Wo ist denn da der Aufschrei, ja? Angler Jam. Mit Goldini. Wo ist denn da der Aufschrei? Das finde ich sehr gut, dass das mal angesprochen. Ich habe mich nicht geheilt. Fuck. Das könnte krass aufs Maul gehen. Dreschflegel. Nee, kein Problem, kein Problem. Hätte Knacks eine Flinkklaue, ne? Dann könnte ich auch damit arbeiten, aber so. Muss ich Hoffnung. Just hope. Hornattacke könnte. Ja. Scheiße. Na gut, das sei denn, ich setze einen Supertrank rein, dann. Darf Knacks natürlich vorne bleiben. Und Goldini stirbt. Es stirbt. Das ist der Goldini stirbt Song übrigens. Sehr schöner Song. So, Hornattacke, jetzt kannst du draufhauen. Alter, 14. Es hat wirklich ein KP zu viel abgezogen. Das ist lächerlich. Lächerlich. So. Der Drachenwut hat mir zu wenige AP irgendwie. Das Ding ist, wenn ich die jetzt erhöhe, ich habe ja gesagt, später ist Drachenwut nur noch bedingt. Sehr, sehr bedingt sinnvoll. Bedingt. Und dann hätte ich meinen AP Plus verschwendet, also muss ja auch nicht sein. Level 29. Schön, 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 schön. Alles steigt, alles lecker, alles geil, alles pecker, alles weil, alles, keine Ahnung. Hauptsache rein sich. Goldini schon wieder. Nee, also ganz ehrlich, jetzt wechsle ich nämlich halt. Ja, Simsala ist halt immer gut, um alles zu zerstören. Machen wir uns nichts vor. Wenn ich mit Knacksen auf 30, 31 bin, dann kann ich auch Driftlon zurückholen und Driftlon den Epitaler geben. Dass Driftlon mal ein bisschen hochkommt, weil klar, auf Level 15 bringt mir das Ding irgendwie nichts, ist ja logisch.
Bye bye, Goldini. Und tschüss, Jack. Dann habe ich eben verloren und angle ich eben weiter. Junge, nerv nicht. Junge, du nervst. So, zwei Wege wieder. Ich will doch nur Items. Ich will doch nur... Hier ist gar nichts. Nee, hier ist nicht gar nichts. Aber sicher nicht. Riesenpilz, wow. Am Fuß vielleicht, aber ansonsten... Was liegt... Ah ja, Moment. Den konnte ich doch irgendwo abgeben bei irgendwem, oder? Da habe ich irgendwas dafür bekommen, oder? Irgendwas Schönes ist dann passiert, glaube ich. Irgendwas. So, da komme ich nur mit Surfern, oder wie? Ach, das ist ja sehr nett, ey. Sternchen arschig. Na, kämpf halt. Deine ganze Erscheinung ist verdächtig. Kooperiere bei dieser Untersuchung. Ja, du bist auch Kommissar Rockys alter Ego, oder was? Kommissar Rocky Cosplay. Björn, ne? Hut, Hut. Schon wieder keine Anwendung von Schaufler, nur weil das Scheißding Flug... Was soll das? Obwohl es am Boden steht, das finde ich besonders interessant. Liebes Hut, Hut, ja, ja. Komm du mal klar, Junge. Okay, ja, Rückstoß hat getroffen. Jetzt könnte sogar... Ich muss halt mit meinen Drachenwut-Api so ein bisschen haushalten. Deswegen hoffe ich, mein Schlitzer reicht. Ah, wunderbar. Hut, Hut hat da nichts zu melden. Und Wiedersehen. Schön, dass es regnet. Macholo. Macholo. Wie auch immer. Picola hat mich angestellt. Flugpsycho. Boden, ja, ist egal. Dann hau ich drauf. Komm. Probieren wir uns mal am Schaufler. Schneller bin ich. Das heißt, seine erste Attacke trifft nicht. Es wird nicht one-hitten. So gut ist es nicht. Aber... so Hälfte vielleicht. Man weiß ja nie. Es sei denn, durch den Regen werden Bodenattacken schwächer gemacht. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Also... Na, scheiße. Fuck. So kriegt man eins Uwe Deckel hier. Ja. Super, dann... Plibrin, hol dir die EP. Du, weil du ja so eine tolle Flugattacke kannst, kannst du jetzt... Ah, nee, doch nicht. Haha, ist ja nur auflockern. Ja, schade. Ach, Rückkehr, ist egal. Aber mindestens mal zerstört. Und weg. Also wieder zurück, heilen, wieder vor. Oh, es ist so toll. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hol auch schon mal Driftlohn dazu und gebe dem EP-Teil an. Und das wieder gleich wieder. Ich darf so viel schneiden an dieser Aufnahme. Das ist ja ekelhaft. Es widert mich an. Die erst geschnitten wird, ey. Na gut, dann bis gleich. Wieder hier. Okay, wir sind wieder hier bei unserem Freund, dem Polizisten. Und hier, wenn man den Weg geht, dann... Also da kommt man übrigens her. Also durch den Holzbalken bin ich die Abkürzung gegangen und dadurch komme ich hier oben weiter. Das Ding ist mit Zerschneider und so Abkürzung, man kann halt so ein Stück Weg verpassen. Das kann so ein bisschen... unschön sein und deswegen schauen wir trotzdem alles ab und kämpfen. Jawohl. So, ich habe Driftler und Team EP-Teile auch. Du findest es beruhigend, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Ja, das ist auch das Einzige, was in deinem Leben feucht. Egal. Nein, ich sag nichts, ich mach nichts, ich dach nichts, ich und drauf. Knacksel, so. Kadabra, ich glaube, wir beide haben ein Problem, ja. Und du auch. X-Abwehr, fick dich. War aber schlau gemacht, muss man sagen. Guter Move. Seine Verteidigung dazu erhöhen. Aussetzer, dann lass mich raten. Ah, fick dich. Das ist echt phänomenal, wirklich. Weiß die Attacke eigentlich, was ich gleich einsetzen werde? Oder ist es wirklich Zufall und ich werde hier gerade verarscht? Kann auch sein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein bisschen auffällig ist es ja schon, das muss man sagen. Ganz am Rande nur. Kadabra ist tot. Na klar, noch ein Volltreffer. Jetzt, wo ich ihn auch richtig brauche noch. Scheiße. Aber klar, Kadabra gibt lecker EP. Driftlorn. Oh, 16. Wir kommen langsam ins Geschäft. Heul, du musst mich unbedingt besiegen, oder? Ja. Bester Holzsound aller Zeiten.
Hyperheiler. Hyperheuler vielleicht, ja, ja. Das trifft zu auf unseren Dude hier. Inigo-Stück. Vielleicht kann ich endlich mal bei diesem Pisser mir eine Attacke beibringen lassen. Das ist ja unfassbar. Da gehe ich irgendwann nochmal hin, wenn ich 800 Inigo-Stücke habe und dann sage ich, ha, your face, man. Und dann will er wirklich nur 3 oder so und dann bin ich sauer. Okay, kein Problem. Dann, ja, im Wasser wäre, machen wir vielleicht Plibri nach vorne. Punita, wenn es regnet, bedingt sinnvoll. Bedingt, aus offensichtlichen Gründen, sage ich jetzt mal. Also, geben wir uns den nächsten Doppelkampf und ich habe total Bock. Die Chance, dass ein Pokémon dabei ist, was von Boden geklatscht wird, es könnte da sein. Wir Ranger schützen die Natur. Hallo Trainer, bist du auch gut zu Mutter Natur? Ja, ja. Ich bin gut zu deiner Mutter. Ja, weiß ich nicht. Anna Heribert, muss ich auch selber wissen. So. Panpyro, wo kommt denn der her? Okay, kein Ding. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Panpyro sehen hier, kann es sein. Panflam haben wir gesehen, aber die Weiterentwicklung, Panpyro, noch nicht. Beziehungsweise dann kommt ja auch irgendwann Panferno. Ja, okay. Gut, dann schlitzen wir mal Meryl auf. Und da hat sich das total gelohnt, ihn nach vorne zu stellen, den alten Hustler, ne? Plibrin, Meister der Liebe. Toll. Super. Ja, super, dass die Attacke gerade vorbeiging, meinte ich. So, Panpyro, das hätte mich auch sehr gewundert, wenn es nicht tot geht. Es regnet und es ist sehr effektiv. Come on, bitte. Viel EP trifft und natürlich trifft und wieder krass am Stieren, die alte Sau. Stiert sich wieder die ganzen EP zusammen. Schön. Gegenstoß. Klingt irgendwie nichts als nicht wie was ich haben will, aber gut. Unlicht vor allem, komm mal klar. 50, 100. Ja, physisch sowieso nicht. Physisch. Das ist ein Energiefokus. Volltrefferquote steigt, Windstoß, Erstauner, naja, also man sieht schon, attackenmäßig, brauchen wir Driftlon? Nein, ich glaube nicht, na, bringen wir sie mal dabei, von mir aus. Moveset wird später noch sowieso ganz, ganz entscheidend verändert. Und ich weiß nicht, dieser Sound, der kommt, ne, bei dem Ding, das, weiß nicht, der kommt mir irgendwie komisch vor. Gives me a bad feeling. Wirklich, ich weiß nicht, ich komme mit dem Ding nicht klar. Egal. Weniger über Geräusche, auf die ich nicht klarkomme und mehr über Meryl, was hier gleich kaputt geht. Plibrin, beende es. Oh. Warum? Stahl? Ach, was? Ach, scheiße. Ja, gut. Hm. War nicht das Allerschlauste und damit meine ich, das war total dämlich. Knacks und unnötig EP verloren jetzt. Ja. Rückkehr hätte es so schön beenden können. Ich stehe jetzt ja nicht da wie Ött, ne? Ach so, doch. Ach, Miste. Ja, das ist gar kein Ziel. Ach, Plibrin. Schade. Fulipurba. Du bist doch die... Genau, diese Pflanzenweiterentwicklung von... Von unserem Lieblings-Evolutions-Pokémon Evoli. Und ja, komm, einfach draufhauen. Ist ja egal, ich habe ja sowieso nichts Heftiges dagegen in dem Sinne. Geht daneben, super, geil. Also, Rasierblatt trifft beides, ist auch schon zu wissen. Plibrin halt ein bisschen heftiger. Genau, Volltreffer, na klar. Auch sonst keine Probleme im Leben, oder wie? Alter! Mann, der Freundschaft, das hätte zerstören müssen! Das gibt's doch überhaupt nicht! Wie konnte das nicht... Boah, also mir ein wirkliches Rätsel. Nee, auflockern ist Quatsch. Das ist alles scheiße! Ruckzuck, auf wen? Naja, nee, mein Freund, das kannst du vergessen, ey. Wichsgesichter, so. Ja, komm, Punita, hol dir die EP, machen wir uns nichts vor. So, genau, jetzt erstmal ruckzuck über Punita, ne? Ah, das hätte ich dich gefickt. Also optimal geht auch wirklich anders.
Auch wenn Feuerattacken schwächer sind, aber das macht hier gute nächste Sache. Schlitzer drauf. Blut drauf. Wiedersehen. Zack. Komisches Viech auf meinem Bildschirm ist tot. Und tschüss. This is teamwork, man. This is teamwork. Wie viel EP? 202. Jetzt fixst du dich bitte? Beste Frage, fixst du dich bitte? Okay. Oh ja. Oh, die EP fließt nur so rein für Drift Launch. Ich muss eigentlich nur warten, bis Drift Launch mal irgendwas halbwegs Anständiges kann. Und jetzt bin ich sauer. Jetzt habe ich es aber wirklich getroffen. Also wenn sobald Drift Launch was halbwegs Anständiges kann, kann man damit halt wirklich arbeiten. Oder kann man zumindest versuchen, damit zu arbeiten, ja, ob man es kann. Das ist noch fragwürdig. Ja, man kann es auf jeden Fall versuchen. So. Wo bin ich denn hier? Das sieht sehr schön aus, dieses Blumenfeld. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Ha! Gay! So, was haben wir hier schon? Also mindestens mal ein Item. Mindestens mal. Ja, Sonntag, wow. Noch eine TM, die ich überhaupt nicht brauche, aber schön. Danke für die 3, thanks for the try. Okay, dieses Item drum kriege ich nicht, weil ich kein Linksurfer habe. Komm mal klar. Und was ist das? Sieht krass aus. Alter, Kämpfe, überall Kämpfe, Hammer. Ich level hier Shit aus dem Shit, Digga. Und erstmal level ich gegen den. Sollte aber, glaube ich, erstmal heilen, meine ich mich zu erinnern, ja. Ja, einmal bei Plitprint. Habe ich irgendwas, was 80 wiederherstellt? 10. Ah, 7, 200. Na komm, Kumomilch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also drauf die Kumomilch. Oder so ähnlich. Ich singe heftig, ich weiß. Herr Reichedel von Pokémon Landgut freut sich immer über Besucher. Er wartet wohl immer auf sie, damit er vor ihnen angeben kann oder sowas. Ah, okay, hier ist das Pokémon Landgut, alles klar. Ja, würde ich sagen, wir machen das Pokémon Landgut und gehen dann weiter und dann endlich auf Route 210. Vor allem, die sagen, oh, Lodi, wir wollen eine Story weiter. Ja, ja, Junge, komm mal klar. Chill mal, bitte. So, Wilwilbeere, total toll. Und erstmal zwei Kämpfe und dann können wir rein. So, Wachmann, hallo. Ist ganz nett. Offen für Besucher, aber erstmal Wachmann hier hinstellen, ne? Sehr großes Vertrauen in die Leute auch, Mike. Beziehungsweise Herr Reichedel mit Mike. Randbemerkung. So, Hut. Level 23, da könnte ich schon wieder, wenn ich das nur sehe, könnte ich wieder kotzen, ne? Wildes Ding, was will das von mir? Was will es von mir? Zerstört, wow. Ja. Dass es nicht viele EP gibt, wussten wir schon. Macholo. Und geben wir irgendwem anders die Chance, ist ja egal. Klar, Simsala würde alles zerstören. Da könnte jetzt auch Machomai kommen. Das wäre auch egal. Von daher drauf und weg. Und weiter. Aber ich will jetzt Pokémon anwesend. Wir schauen, was da ist. Gehört auch ein Stück weit zur Story, finde ich. Nicht Haupt, aber so eine Nebenstory halt. Vergeltung. Fuck, scheiße. Ja. Ich hasse diese Attacke, wirklich. Der größte Rotz aller Zeiten, Vergeltungsscheiß hier. Boah, hätte ich doch Simsalat vorne gestellt, dann hätte es dieses Problem überhaupt nicht gegeben. So, Wiedersehen. Aber danke. So, ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt angucken. Das Ding muss doch eine übelst niedrige Genauigkeit haben, wenn die so scheiße ist, die Attacke. So scheiße heftig. Vergeltung, genau. Nee. Ach so, nee, Quatsch. Nee, die ist 60-100, also 60 Stärke, 100 Genauigkeit. Und verdoppelt sich, wenn das Ziel Schaden genommen hat. Also dann 120 und klar, das... mein Pokémon dann kaputt geht, ist irgendwie logisch. Na, wollen wir es mal beleben. Obwohl Punita... Na komm. Wollen ja nicht so sein. Hab ja genug Beleber und auch genug Geld, wenn ich noch mehr Beleber wollte. Oh yeah.